Hallo meine liebe Freunde, heute machen wir eine Blume. Wir brauchen 2 DIN A4 Blätter, Wasser, gelbe Buntstifte, rosane Buntstifte, rote Buntstifte, Pinsel, blaue Buntstifte, braune Buntstifte, orangene Buntstifte und grüne Buntstifte. Wir brauchen einen normalen Bleistift und Aquarellfarben. Und Scheren und ein Klebeband. Zuerst zeichnen wir auf unserem Blatt unsere Blume. Und hier kommt die Blume hin. Und lasst ein bisschen Abstand zwischen der Zeichnung und dem Rand. Hier und hier. Und jetzt schneiden wir die Blume aus. Was euch stört, könnt ihr einfach abschneiden. Jetzt werden wir das neue Blatt mit dem Klebeband an den Tisch befestigen. Und wenn das Blatt fixiert ist, nehmen wir das Wasser, den Pinsel und machen nass das Blatt bis hier. Und jetzt nehmen wir eine blaue Farbe und malen das Blatt mit der blauen Farbe aus, aber von oben nach unten mit einer geraden Linie. Und ganz wenig Blau bitte nehmen.
Jetzt mache ich die Fläche hier unten nass und danach nehme ich Gelb und tupfe darauf. Jetzt können wir mit den Föhn unser Bild trocknen. Jetzt fixiere ich die Schablone auf den ausgemalten Blatt. Hier, hier, hier und hier mache ich das. Und auch an den Seiten. Hier, hier, hier und hier. Vielleicht. Nachdem, wenn die Schablone festgeklebt ist, schraffiere ich meine Blume aus. Trotzdem bei manchen Stellen halte ich mit meinen Fingern die Schablone fest. Und ich mache das von außen nach innen. Jetzt habe ich eine andere grüne Farbe genommen.
aber trotzdem von außen nach innen. Bei so einen dünnen Stellen mache ich das sehr vorsichtig und langsam. Und jetzt bei der Blume nehme ich eine bunte Farbe. Zum Beispiel rot oder vielleicht auch gelb. Ihr könnt auch blau nehmen. Jetzt kommt der beste Moment, weil wir mit der Schere die Schablone wegmachen. Wir schneiden den Klebeband ab. Wenn das schon so abgeklebt ist, dann können wir es abmachen. Ihr seht, ich habe eine wunderschöne Blume gemalt und jetzt seid ihr dran.